Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Sinn des Lebens. Und heute geht es wieder in das Thema rein von Mohammed, Muslim, Islam. Müssen wir Angst haben oder nicht Angst haben? Dazu haben wir bereits zwei Sendungen gemacht, die ganz, ganz viele Vorurteile nachhaltig aufklären zeigen, dass eigentlich überall der gleiche Nektar drin ist, nur die Gefäße sind anders und die Ausrichtung, die Denkweise, die wir Christen immer wieder haben zu diesen anderen Religionen, doch wirklich sehr, sehr einseitig und fehlgeleitet sind. Heute machen wir eine dritte Sendung, weil ich immer noch viele, viele Fragen habe und einfach noch so wenig verstehe. Und mein Gast ist auch heute wieder da. Und nach dem Intro legen wir los und ich hoffe, ich kann Sie auf eine wunderbare Reise mitnehmen. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen, der Experte, der da unfassbar vieles weiß. Hussein, Hayward, ganz herzlich willkommen, lieber Hussein. Schön wieder hier zu sein. Sehr gerne. Ähm, eine Frage, ähm, lernt die Jugend in den Ländern des Islam, ja. das von Grund aus schon, von ganz klein auf, das alles so umzusetzen? Weil ich beziehe mich jetzt auf den... Uh, nahezu schwiegersohn wo ich habe, uh, der weiß unfassbar vieles über das Ganze, über den Koran, über, über die Gepflogenheiten und die Kultur und die Tiefsinnigkeiten und und und. Lernt man das von früh auf oder hat er sich einfach so damit beschäftigt? Schwierige Frage. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Mhm. <laughs> Insofern kann ich das gar nicht authentisch beantworten, aber was ich vermute, ist, dass es wie überall ist. Die einen beschäftigen sich selber damit und gehen in die Tiefe und andere lernen vielleicht ein paar oberflächliche Dinge über die Religion, aber interessieren sich nicht weiter dafür. Und das wird in den Gesellschaften, denke ich mal, wie überall auch so sein, dass es eher eine kleinere Teil ist, der sich wirklich für die Tiefe auch interessiert. Mhm. Wenn man sich für die Tiefe nicht interessiert, dann lernt man Religion und sehr oberflächlich kennen. Man lernt so, was sind die oberflächlichen... Grundlagen, also wie bete ich vielleicht, das lernen vielleicht noch sehr viele, aber warum bete ich, was steckt dahinter, was ist in der Tiefe verborgen, ähm, wenn man sich dafür nicht interessiert, dann öffnen sich die Dinge eben auch dann einfach mhm. nicht. Und das ist eigentlich auch okay so, solange es nicht dazu führt, dass man dann eben in eine ideologische Betrachtungsweise der Religion abdriftet. Mhm. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich immer wieder sehe dass wenn man eine gewisse Religiosität in sich erfährt und ein, auch hat und leben möchte, aber dann nicht in, in, zumindest in eine gewisse Tiefe geht, dass dann immer die Gefahr da ist, dass man aus Religion eine Ideologie macht und dann wird es etwas Exklusivistisches, etwas Ausschließendes und nicht etwas, das einschließt, weil man gar nicht verstanden hast. Also ich habe mir ganz schnell in den ja, ja. ja, Aber es ist auch irgendwie verständlich. Weißt du, da hast du irgendwo eine Berührung, eine Erfahrung gemacht und meist sofort morgen muss ich die Sandalen anlegen und in die Reinkarnation von Jesus, oder? Ähm, das ist halt die Überheblichkeit, eine Erfahrung, etwas gespürt zu haben und meinen, du weißt jetzt der Auserwählte, der Erleuchtete. So schwierig, oder? Ja, das ist so. In der letzten Sendung haben wir geendet äh, bei den Damen. Wir haben über die Rechte der Damen noch gesprochen und jetzt möchte ich gleich noch ins Kopftuch reingehen und in die Kleidung, wo ja immer wieder ein bisschen abschätzig angeschaut wird. Mein ähm, fast Schwiegersohn hat mir gesagt, du sollst die Frau des anderen nicht begehren und deshalb hat man sich dazu noch entschieden, die Frauen auch ein bisschen einzukleiden damit man sie jetzt nicht als sexy sieht und dass diese Begehrung gar nicht kommt. Und da muss ich sagen, hey, boah das finde ich jetzt aber wieder ein toller Ansatz, wenn man denkt, zu welcher Zeit das, das alles entstanden ist. Stimmt das? Oder ist das eine Sichtweise, die er gelernt hat aus Syrien? Oder wie, wie ist das? Ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Denn ähm, es gibt die historischen Quellen, woraus es entstanden ist und in was es sich entwickelt hat und da muss man glaube ich einfach differenziert ein Stückchen weit auch auf solche Thematiken draufschauen wenn wir auf den Koran gucken dann gibt es zwei Passagen wie sich Männer und Frauen ähm, nach außen hin geben sollen das Beispiel für beide wird darüber geredet sie sollen den Blick nach unten richten was nicht gemeint ist, dass man immer nur nach unten gucken soll und dann läuft man gegen die Laterne, sondern es ist innerlich gemeint, also im Sinne der Bescheidenheit. In, Im Sinne von sei kein Prahler, sei bescheiden. Ach. Es gibt äh, und, und jetzt gibt es immer wieder die radikale Ausrichtung des Koran, weil die das ja. dann anders sehen. Du musst am Boden schauen. Wahrscheinlich. <laughs> und da, oder es wird in der gleichen Phrase auch gesagt, tritt nicht laut auf geht wieder in die gleiche Richtung, mhm. wenn man nicht auftritt. Ne? Also sei keiner der prahlere, sei kein Prahler, sei nicht so ein Egoist, äh, der glaubt, dass alles sich um ihn selbst herumdreht. Was man auch verstehen kann, wenn wir uns einfach mal zum ein Bewusst werden, wie groß das Universum ist, mhm. welche Größe wir darin einnehmen, kann uns bescheiden machen. Nur wenn man diese Perspektive vergisst und glaubt, ähm, man ist ähm, der Mittelpunkt der Welt in seinem beschränkten Sein, um das geht es, nicht wahr? Wenn man dann in die Tiefe guckt, wird man feststellen, dass der Mensch weit über das Universum hinausgeht, was im Menschen so alles ist, aber das sind vielleicht Themen für später. Um auf das Kopfthema zurückzukommen, in dieser Phrase gibt es für Männer und Frauen, ist also dieser Vers fast identisch mit einer einzigen Ausnahme, da wird dann darüber geredet und die Frauen sollen ihre Brüste bedecken. Und wie jetzt dieses Frauen sollen ihre Brüste bedecken, interpretiert wird. Das ist dann eben so die Frage. Ich war so, die einen interpretieren das als also die, die, die Haare so bedecken, dass quasi die Bedeckung auch über die Brüste hinausgeht. Und für andere heißt es wirklich, sorge dafür, dass die Frauen vernünftige Kleidung haben. Sie gehen wieder von einer Gesellschaft aus, in der Frauen keinen Wert hatten in der Frauen häufig auch eben keine vernünftige Kleidung hatten, während Männer sich die, äh, schöne Kleider geleistet haben, äh, die äh, kein Problem damit hatten, wenn dann Frau, wenn die Frau in Lumpen daher kam, Was es geht, also es soll eine vernünftige Kleidung sein, auch die Brüste bedecken, dass die Frau da nicht so exponiert ist und auch da, und, und das hast du schon angesprochen, auf die Art und Weise, wie man auf die Frau schaut, schau auf die Frau als ein Mann, äh, entschuldige, äh, schau auf die Frau als ein Mensch. Mhm. Und nicht als ein Sexualobjekt. Ich also Mann schau doch auch auf die Frau als ein Mensch und nicht als Sexualobjekt, was in der damaligen Gesellschaft einfach ein, eine Thematik war. In anderen Gesellschaften mag das historisch ganz anders gewesen sein. Denke man an matriarchalische Gesellschaften. Äh, kann ich nicht sagen, aber auch für die damalige patriarchalische Gesellschaft galt das ebenso. Und dann gab es noch eine zweite Entwicklung in der damaligen Zeit. Denn Byzanz war damals nicht weit und Byzanz war damals die Hochkultur und in Byzanz haben eben Frauen sich bedeckt. Also die adligen Frauen, wissen wir, haben sich bedeckt und es galt auch als ein Zeichen von einer ehrbaren Frau zu sein, dass man entsprechend bedeckt war, ein Kopftuch getragen hat. Wir kennen das Kopftuch ja heute noch in Italien, in Griechenland. Also in mhm. den römisch geprägten äh, Gebieten hat man das ja auch immer noch teilweise. Und das war damals auch natürlich auch ein Symbol, wo dann Frauen sich hingestellt haben und in den Ländern gesagt haben: Ja, Moment mal, wir sind ja wohl nicht weniger wert wie das. Dann müssen wir das auch. Und so wollen wir gesehen werden. Also, es war auch eine Bewegung, die von den Frauen ausging, zu sagen: Wir sind genauso viel wert wie die byzantinische Adlige. Und dann wollen wir uns auch in einer ähnlichen Art und Weise kleiden. Also das hat dann diese sozialen, kulturellen Hintergründe auch. Es war auch eine, eine also wenn man so will, fast auch eine feministische Bewegung, aus der das entstanden ist. Ähm, trotzdem kann man nicht ignorieren, dass es in der heutigen Zeit auch andere Auswirkungen über die Geschichte angenommen hat, dass man hergegangen ist und gesagt hat, wir schließen die Frauen aus der Gesellschaft aus, die äh, haben sich dazu entsprechend zu bedecken. Also diese frauenfeindlichen... Interpretation und Ausprägung, die jetzt zu ignorieren, wäre, glaube ich, auch falsch. Zu sagen, das ist islamisch, wäre aber genauso falsch, sondern das sind wieder patriarchalische Strukturen, die sich je nach Gesellschaft wieder durchgesetzt haben, nicht überall auf die gleiche Art und Weise durchgesetzt haben, aber hier und da eben dann wieder auch durchgesetzt haben und wo dann auch wieder Frauen hergehen und sagen, ja, Moment mal, wir wollen jetzt den Schleier ablegen, wir legen das Kopftuch ab mit dem gleichen Geisteshaltung, weswegen Frauen in der damaligen Zeit in Arabien den, äh, den Kopftuch äh, auch haben ja. wollten. Also das ist das natürlich wieder sehr interessant. Und wenn man das Ganze so ein bisschen frei und geschichtlich auch betrachtet, kann ich beides verstehen. Also ich kenne beides. Ich kenne Frauen, die sagen, ähm, ich lege den Schleier ab als Ausdruck meiner Selbstbestimmtheit, ähm, als Ausdruck davon, was der Koran mir an Wert gibt als Mensch gleichwertig zu sein. Der Koran unterscheidet in diesem Sinne zwischen Mann und Frau nicht. Gerade was die Seele angeht, das Verhältnis zu Gott angeht. Ähm, biologisch gibt es natürlich unterschiedliche äh, Unterschiede, die, aber äh, in, diesem, in dieser Einstellung, also dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch gibt es eben diese Unterscheidung zwischen Mann und Frau nicht. Und da gibt es viele, die sagen, das ist mein Recht, das ist mein Feminismus. Und es gibt genauso die Frauen, die sagen, ich bedecke mich jetzt, weil ich möchte von euch Männern nicht als Sexualobjekt gesehen werden. Wieder in einem sehr ähnlichen Sinne, wie es äh, damals war. So also zwei sehr unterschiedliche Dinge, die aber in sich die, 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 die gleiche Grundhaltung haben. Insofern sage ich auch immer, wenn wir, wenn wir sagen, wir nehmen dich als Mensch ernst, dann müssen wir auch die Beweggründe der Frauen Ernst nehmen. Und eine andere Geschichte ist es, wenn dann Frauen mit Schläge oder Gewalt zu der einen oder anderen Haltung gezwungen werden. Das ist wieder natürlich eine andere Sache. Aber das ist wieder diese individuelle patriarchatische Ausrichtung von Organisationen. Organisationen, Familienstrukturen. Hm. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das die Mehrheit ist. Aber es wäre falsch zu sagen, das komplett zu ignorieren. Also diese Einflüsse, die gibt es immer wieder. Und wenn man in den Nachrichten schaut, wird, also man wird immer wieder auch Beispiele finden, diese Negativbeispiele finden. Wenn man auch mit den Frauen mal redet, mhm. die einen Kopftuch tragen, dann werden, wird man sehr häufig auf sehr selbstbewusste Frauen treffen, die das sehr bewusst machen. Mhm. Und wenn man mit Frauen redet, die den Kopftuch abgesetzt haben, dann wird man genauso... Auf sehr sehr bewusste Frauen treffen, die das sehr bewusst machen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist in der Türkei großgewachsen, und war Lehrerin und als Lehrerin hat sie einen Kopftuch tragen wollen, da hat einen Kopftuch betragen zu Zeiten in denen das Tragen von Kopftüchern in öffentlichen Gebäuden für Lehrer in der Türkei gesetzlich verboten war. Also etwas Gesetz. Überraschend, oder? Aus, ja, das war ein Gesetz aus dem 20. Jahrhundert. Nach der osmanischen Zeit, in den Anfängen der republikanischen Zeit, hat man in der Türkei versucht, den Islam aus der Gesellschaft ähm, herauszuprübeln. Das sind wieder geschichtliche Sachen, äh, sollten wir nicht allzu sehr abdriften, aber da gibt es entsprechende Tendenzen zu sagen, ähm, Religion ist Opium fürs Volk. Da hat man dann Marx genauso falsch zitiert. Wie, wie Marx heute sehr häufig falsch zitiert wird, das Zitat geht ja eigentlich anders. Nicht wahr? In den Händen der Mächtigen ist Religion gut fürs Volk. Aber äh, diese Tendenzen gab es damals eben auch in der in der jungen modernen Republik Türkei, die mit ihrer Geschichte einen harten Cut äh, haben wollte. Und äh, Lehrerinnen durften keinen Kopftuch tragen. Und sie hat das Kopftuch getragen, wurde dann unehrenhaft aus dem Dienst entlassen. In dem Moment, in dem sie entlassen war, hat sie gesagt: Jetzt kann ich das Kopftuch abtragen, <laughs> ablegen. Denn für sie war es wichtig zu sagen, ja Moment mal, ich stehe hier für etwas ein, für, für, für gewisse, für Zivilcourage auch ein, mich gegen etwas zu wehren, was als Ungerecht empfunden wurde, in dem Moment, wo sie sowieso schon entlassen war, hat sie tatsächlich das, hat das Kopftuch abgelegt, was sie gesagt hat, aber eigentlich sehe ich keinen Grund dafür. In der Gesellschaft, in der ich heute lebe, ähm, werde ich nicht als sozial. Sexualobjekt angesehen, wenn ich kein Kopftuch trage. Mhm. Und äh, das sind einfach Entwicklungen, also wenn man auf die individuelle, auf die menschliche Ebene geht, gibt es so viele unterschiedliche Beweggründe. Aber begonnen hat das alles eigentlich mit einer bestimmten Geisteshaltung. Und ich finde es persönlich faszinierend, dass äußerlich zwei Dinge sehr unterschiedlich sein können, aber aus der gleichen Geisteshaltung geboren. Ja, ja, aber jetzt verstehe ich das aber auch. Beide Sichtweise, ob jetzt eine Muslimin mit oder ohne Kopf guckt, dass das ja schon eine wo sie steht, jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber wenn ich jetzt noch was denke, 600 Jahre nach Christus, äh, Mohammed äh, hat auch den Koran noch gesehen, zu einer Zeit, wo er gesagt hat, auch die Frauen müssen, die Brüste müssen gedeckt sein, das ist ja sehr ehrenhaft gewesen, ja. ähm, um letztendlich das Denken gegenüber dieser Dame nicht nur als Sexualprojekt zu sehen. Aber wenn ich jetzt denke, wo wir heute stehen im Christentum. Ich habe jetzt gerade wieder in Amerika Bilder gesehen, da laufen die größten Stars mit Kleidern herum, die nackt sind, oder? Nackt! Also ich meine, wir, wir driften hier wieder völlig ab in einen Bereich rein, den wir im Mittelalter hatten, oder? Ja, es gibt bestimmte Entwicklungen. Ich will nicht immer, ich, ich will es auch gar nicht verurteilen, aber es, ich glaube, es kommt sehr darauf an, auf die Dinge zu gucken und zu gucken, wo kommt es eigentlich her und warum macht man etwas. Und sehr häufig sehen wir gerade, wenn du dann Stars erwähnst, es geht heute so viel um Schein, mhm. um Gesehen werden und um Aufmerksamkeit zu erregen. Und gar nicht mehr so sehr um einen Inhalt, Inhalt als als Mensch ein, auch einen Inhalt zu haben. Und das ist doch eine Entwicklung, die uns als Mensch nicht gerecht wird. Ja, ja, absolut. Es zeigt sich ja nur noch als Objekt und nicht als Mensch. Und ich habe das äh, jetzt immer wieder, wenn ich diese Sachen anschaue, denke ich auch: oh Gott, Mädel, was machst du da? Hä? Wo stehst du? Was, wieso muss das auch noch sein? Oder? Äh, oh. Es gibt diesen Satz äh, äh, von das grenzenlose Meer der Barmherzigkeit. Gott ist das grenzenlose Meer der Barmherzigkeit. Mhm. Und diese grenzenlose Meer der Barmherzigkeit ist in uns. Jesus' Worte, das Reich Gottes ist in dir, auf eine andere Art und Weise ausgedrückt. Also wenn wir uns darüber bewusst werden, was eigentlich der Mensch ist, was im Menschen drin als Potenzial ist, dann versteht man, dass wenn man immer nur rein auf dieses Äußerliche geht, welches Potenzial, also wirklich, welcher Möglichkeiten man sich eigentlich selbst beraubt, und das ist das eigentlich Traurige daran, also da ist dieses Potenzial in sich zu entdecken, da ist diese Liebe, die man in sich entdecken kann, die man in sich entfalten kann, da ist dieser Samenkorn in einem, der zu einem Baum werden kann, der wiederum Früchte trägt, die wieder Samen in sich tragen, die dann wieder zu weiteren Bäumen, also diese, äh, das was im Menschen drin steckt und wenn dann der Samen aber nicht dazu kommt aufzublühen, so also man stelle sich ein, Samen von von einer wunderschönen Blüte, von einer wunderschönen Blume, und sie kommt nie zum Vorschein, weil sie niemals den Nährgrund empfindet, in der sie sich entfalten kann, in der sie keimen kann, dass aus dem Keimen dann eben die Pflanze entstehen kann, die zu ihren Blüten führen kann und uns mit ihrer Schönheit erfreuen kann. Das ist ein verlorenes Potenzial, und das ist das eigentlich Traurige, was natürlich Religionsstückchen bald versuchen, ist zu sagen mit einer Morallehre uns quasi dahin zu ich will nicht sagen dahin zu prügeln, aber das so aufzuzwingen. Aber das ist eben etwas, was aus dem Inneren kommen muss. Nur dann kommt diese Blume wirklich zu seiner vollen Blüte und zu seinem vollen Erscheinen. Aber in unserer Gesellschaft, in der Art und Weise, wie, wie wir materialisiert worden sind, dass wir nur auf Materie gucken, dass es nur noch drauf ankommt, wie viel Geld hast du, was für ein Auto fährst du. Ich meine, viele kritisieren das. Aber wenn wir dann gucken, welche Art von Menschen machen wir uns zu so Idealen? Also welche Poster hängen in unseren Häusern? Auf wen gucken wir auf? Viele sagen zwar, wie toll dieser bescheidene Mensch ist, aber wirklich aufgucken, gucken wir zu, zu, sehr häufig zu denen auf, die ihre Arme richtig einsetzen und sich rechts und links Platz schaffen und sich an die Spitze von etwas stellen, wo wir dann sagen, boah, der hat es aber geschafft. Ja, das ist sicherlich die Masse, glaube ich, gerne. Ich habe jetzt versucht, das zu reflektieren, da habe ich jetzt überhaupt keine Assoziation dazu. Ich habe irgendwie gelernt, alles loszulassen ja. und zu sehen, dass obwohl ich eigentlich alles habe, habe ich verstanden, dass ich nichts brauche und im Nichts brauchen eigentlich alles gefunden habe. Ja, und das ist eine Entwicklung, durch die viele Menschen noch zu gehen haben. Ja, das, ist, das, ist nicht so, das ist nicht so arg verbreitet, wenn man in unsere Gesellschaft reingucken, wenn wir gucken, welche Typ von Politiker an die Spitze kommt, dann spiegelt das doch sehr auch wieder, wo wir als Menschheit stehen. Aber da ist dieses Potenzial in uns, das nicht zur Entfaltung kommt. Und das finde ich manchmal schade, aber ähm, da muss man sehr stark auch in sich gucken. Es gibt eine sehr schöne Geschichte von einem Derwisch, also einem Sufi, der auch einen Schüler hatte und der sehr bescheiden gelebt hat. Und der, dieser Sufi hat als Fischer gelebt und äh, der hat dann die Fische aus dem aus der See äh, rausgefischt und hat dann immer für sich den, den Kopf gegessen und die äh, den Rest des Fisches hat er den Bedürftigen verteilt. Also hat sehr bescheiden gelebt, und hat sehr viel auch immer immer gegeben und war dann auch von vielen Menschen um ihn herum auch sehr 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 beliebt, weil er dann eben alles geteilt, hat, was er hatte. Aber er hat irgendwie gespürt, in seiner inneren Entwicklung stockt es, er kommt nicht so richtig voran. Und hat seinen Schüler gebeten: Kannst du zu meinem Meister reisen, der in jener Stadt lebt, und ihn mal meine Lage erklären und ihn fragen, was ich tun muss, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen zu können? Naja, der Schüler macht diese lange Reise äh, für seinen äh, älteren äh, äh, Lehrer zum Meister seines Meisters und kommt dann in der Stadt an und fragt sich durch, wo lebt denn der? Und kommt von, von, den, von den armen Gebieten, kommt er immer zu, mehr zu den Gebieten der Reiche, bis er zu den Gebieten kommt, wo die ganzen Paläste stehen. Und das schönste Palast wird in dann gesagt, ja, da lebt er. Dann geht er das völlig verwundert natürlich, wenn das mit seinem Lehrer vergleicht, wie der Lehrer seines Lehrers da lebt. Und dann kommt er da an, dann heißt es, ja, er ist noch nicht da, aber nehmen Sie bitte hier Platz ich hier auf ihn warten, er dürfte demnächst eintreffen. Und dann kommt er da mit einem riesigen Gorfolg um ihn herum, bedienstet und alles Mögliche. Also, wie so ein Prinz kommt er dann da herangeritten. Und der Schüler denkt sich, also nein, also. den soll ich fragen, wie mein Lehrer, der so bescheiden lebt, in seinem Ding vorankommt. Also, er traut sich das fast nicht, aber er hat auch diese Verpflichtung von seinem Lehrer auf sich genommen. Und also voller Widerwillen kommt dann der Lehrer und sagt, ah, du bist wieder von meinem Schüler und wie schön, dich kennenzulernen und alles. Und der Meister reinkommt, so ein bisschen und sagt dann zu ihm, also ich soll sie etwas von dem Lehrer fragen, das bin ich nicht gekommen. Warum worum stockt es bei ihm? Und dann sagt der Lehrer zu ihm, ach, richte ihm aus, er muss lernen, loszulassen. Ja, ja. Und der Schüler sagt, was eine unverschämte Antwort. Ja. Reist auch wieder zurück und traut sich gar nicht, als er zurück ist, seinem Lehrer zu sagen, was die Antwort ist. Und er sagt, sag doch nur, sag doch nur, was hat mein Meister dir gesagt? Sagt er, also Meister, ich traue es mich nicht und es ist so beschämend. Aber er sagt, du sollst lernen loszulassen. Und dann sagt, er, ach, jetzt verstehe ich es, wie recht er doch hat. Jedes Mal wünsche ich mir, der Fisch wäre ganz. Während er, der in all diesen Prächtigen lebt, ist völlig frei davon. Es ist ihm völlig egal, ob er es hat oder nicht hat. Das ist ein sehr schönes Beispiel für, für das Beispiel, das du von auch über dich gesagt hast, nicht wahr? So also frei zu sein. Und es geht nicht darum, ob man es das hat oder nicht hat, sondern darum, ob man davon abhängig ist oder nicht. Mhm. Aber das ist eine Bewusstseinsstufe, zu der muss man sich als Mensch erst einmal entwickeln. Und meistens sind es doch Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, wo man auf die Schnauze gefallen ist, auf schmerzliche Erfahrungen. Die einen dahin gebracht haben. Also, wenn du schon eine Geschichte erzählst, dann erzähle ich dir auch eine, eine alte Zen-Geschichte, wo einer zu einem Zen-Meister ging am See und ihn gefragt hat, wie er Erleuchtung finden könnte. Und dann sagt er: Ja, gut, also ich gehe durch den Wald und höre mir, dass die Pfeifen der Vögel angehen, zum See runter, hol mir ein bisschen Wasser, gehe wieder durch den Wald durch und fühlt den Boden, den Duft und alles komme dann ins Büro und da koche ich mir so langsam den Tee und dann gebe ich einen Beutel rein und freue mich darüber. Ich sage, ja, alles gut und recht, aber, aber wie finde ich jetzt Erleuchtung? <laughs> ähm, ich gehe äh, durch den Wald runter in den See. Und das ist, ähm, fand ich auch eine sehr schöne Geschichte, denn der Weg ist ja eigentlich das Ziel. Hä? <laughs> Ein Weg, um das einfach zu machen und wahrzunehmen. Das fand ich sehr, sehr bedeutsam. <laughs> Lass uns bitte noch schnell zwei, drei, vier Minuten über das Thema reden, ähm, dass sehr viele Christen auch Angst haben über die Islamisierung der Welt. Das heißt, Kreuzzüge, die Moslems äh, erobern jetzt uns. Äh, sind da Bestrebungen da oder ist es einfach wirklich nur das Verständnis, das wächst, was eigentlich wirklich im Koran in steht? Einfach Koran heißt, sich hingeben in Friede, dass sich aus dessen heraus etwas bildet. Ja, weil also das sind Ängste, die da äh, entstehen. Zunächst aber muss man wissen, dass der Islam an sich eine sehr nicht missionarische Religion ist. Die ersten Muslime hatten überhaupt Probleme, als die ersten nicht sich zum Islam bekennen wollten und wussten nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen, ähm, weil es auch wenn der Prophet das niemals auf die Araber bezogen hat, die frühen Muslime aber dieses Verständnis hatten von es ist eine Religion für die Araber, mhm. dann sind sie hergegangen und haben gesagt, naja, jetzt adoptieren wir dich mal in einem der arabischen Stämme und nachdem du dann Araber geworden bist sozusagen, kannst du Muslim werden. Das hat man dann natürlich später aufgegeben, weil das auch im Koran sich in keinster Weise wiederfindet. Aber es war das Verständnis der Menschen damals. Also es war überhaupt nicht das Verständnis da, dass man gesagt hat wir wollen jetzt ähm, den Islam verbreiten, wir wollen möglichst viele Muslime haben. Es hat sich eigentlich damals dadurch verbreitet, dass der Islam eine relativ einfache Grundlehre hat und viele Menschen, die sich in ihrer eigenen Religion nicht mehr so wohl gefühlt haben oder sie nicht verstanden haben, im Islam etwas gesehen haben, das dass bestimmte Dinge relativ einfach erklärt. In seiner Tiefe wird es zwar wieder komplexer, aber. Zu sagen, hier du und Gott, nicht war in direkten Beziehung zueinander, äh, Priester, ne, brauchst du nicht und so, das ist erstmal sehr attraktiv gewesen für viele Menschen, die sich, ähm, insbesondere Menschen, die damals, also da muss man wieder die christliche Geschichte zum Beispiel im christlichen Bereich zumindest mal angucken, oder in die katholische Kirche gesagt hat, das hast du zu glauben und alle, die nicht genau das glauben, wurden gekämpft. Mhm. Also wenn man sich die frühchristliche Geschichte anguckt, sieht man, wie viele verschiedene Richtungen es gab und wie sich dann eine da eben durchgesetzt hat, auch äh, äh, militärisch durchgesetzt hat. Und da versteht man auch gleich die Kreuzzüge, weil man verliert ja letztendlich die Macht, ja. wenn alle direkt mit Gott verbunden sein sollten. Hä? Ja, und dann gibt es natürlich auch die Islamisierung, zum Beispiel die Islamisierung der Türken war ganz anders. Die, die, viele der türkischen Gesellschaften damals also es sind ja es ist ja nicht ein Volk, sondern es gab viele türkischsprachige Völker, die sehr schamanistisch orientiert waren, also sehr Naturreligion eigentlich praktiziert haben. Und viele dieser Schamanen, viele dieser Türken damals, als sie vom Islam gehört haben, mit Muslimen in Kontakt gekommen sind, haben vieles wiedererkannt, aber in einer entwickelteren Form von dem, was sie vorher äh, schon glaubten. Und 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 haben dann das quasi übernommen. Und da gibt es dann auch verschiedene Mischformen. Also in bestimmten türkisch-islamischen Gruppierungen, wie den Aleviten, äh, sieht man, also den anatolischen Aleviten, sieht man zum Beispiel bestimmte schamanische Elemente immer noch, äh, die vorhanden sind. Und das war dann wieder eine ganz andere Entwicklung, wie, also Begründungen oder eine Motivation, sich dem Islam anzunähern, wie das zum Beispiel für bestimmte christliche Gruppierungen damals war, im, äh, zum Beispiel im syrischen Raum. Da gibt es einen, eine sehr schöne Geschichte, wie der dritte Kalif, also der dritte Nachfolger des Propheten, als äh, Herrscher oder Regierender, nicht als religiöses Oberort, sondern als Regierender der Gemeinschaft ähm, nach, äh, nach der Eroberung Damaskus, nach Damaskus gekommen ist, um, um, den, äh, um den Schlüssel zu übernehmen für die Stadt. Und äh, er hatte nur einen Esel. Dann hatte er einen, einen Gehilfen, einen, 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 einen Diener, der ihm geholfen hat. Da er nur einen Esel hatte, haben sie sich auf diesem einen Esel dann immer wieder abgewechselt, wer drauf reitet. Und dann kam er in die Stadt an und zu dem Zeitpunkt war gerade der Diener dran. Und die haben sich fast schon gewundert, dass da jetzt da so einer anderer so einfach daherkommt und ähm, wollten ihm dann den Schlüssel überreichen. Und da hat er ihnen gesagt: Nee, nee bin nicht ich, das ist der, der, der da zu Fuß geht. Ja, der. der und dann hat Oma den Schlüssel entgegengenommen und hat gefragt, wo er beten kann. Dann haben sie ihm gesagt, ja, du, in unserer Kirche kannst du gerne beten. In unserer großen Kirche kannst du gerne beten. Hat er gesagt, nein, nein, das will ich nicht. Ich will nicht in eurer Hauptkirche beten. Seine Begründung war aber nicht, weil es eine Kirche ist. Seine Begründung war, ich will nicht, dass nachkommende Generationen von Muslimen sagen, Oma hat in dieser Kirche gebetet und deswegen wandeln wir es in eine Moschee um. Ah gesagt, zeigt mir einfach einen bescheidenen Raum, wo ich beten kann. Das war sein, seine Mutter, seine Gedanken. Also das zeigt so ein Stückchen weit, wie diese Menschen damals eine Religion gesehen haben. Und das hat den Islam sehr tief geprägt. Also auch in seiner Ausweitung, seiner geografischen Ausweitung haben Muslime eigentlich zum größten Teil, also Ausnahmen hat es in der Geschichte immer gegeben, aber zum größten Teil haben sie die, ähm, in den eroberten Gebieten, die aus politischen Gründen erobert wurden, nicht aus religiösen, aus politischen Gründen erobert wurden, wurde die Bevölkerung in den seltensten Fällen dazu gezwungen, in den Islam überzutreten. Die Regierenden hatten auch überhaupt kein Interesse daran, weil sie sich über die Geschichte hat sich dann entwickelt, dass man gesagt hat, jeder kann seine Religion behalten, aber Andersgläubige müssen eine bestimmte Steuer errichten. Muslime brauchen diese Steuer nicht zu errichten. Dafür müssen sie in den Kriegsdienst eintreten, wenn Bedarf ist. Das mussten dann wiederum die Christen also, oder, oder anders ich auch die Juden oder Hindus etc. in den jeweiligen Gebieten. Dafür müssen sie das dann nicht. Ne? Also die einen müssen Steuern zahlen, die anderen müssen eventuell in den Kriegsdienst treten. Hat mit dem Islam in diesem Sinne nichts zu tun. Das sind einfach politische Strukturen, die sich da entwickelt haben. Also hatten die Herrschenden auch gar kein Interesse daran. Dass jetzt plötzlich gute Steuerzahler zum Muslim werden, da das dann finanzielle Auswirkungen hatte. Und ähm, nicht zu allen so Zeiten hat man dann entsprechend viele Soldaten gebraucht. Also, Doch. Aber also daher ist, es, glaube ich, diese Angst äh, vor dem Islam. Ich meine, ich weiß, dass es äh, Menschen gibt, die zum Islam übertreten aus dem Christentum. Ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die aus dem Islam ausgetreten und in Christentum eingetreten sind. Auch dafür brauchen, davor brauchen wir, glaube ich, keine Angst haben. Ich glaube, was heute viel wichtiger ist, ist, dass wir uns auf bestimmte ethische, moralische Grundsätze einigen. Und damit meine ich jetzt nicht so eine aufgezwungene Moral von und du sollst und du sollst nicht und so weiter, aber dass man bestimmte Werte in sich entwickelt aber auch lernt, es gegenseitig auch wertzuschätzen. Also wenn jemand jemandem in Not hilft, dann sollten wir nicht von Gutmenschen reden und das abschätze ich meinen, sondern da sollten wir uns freuen, dass es Menschen gibt, die füreinander sorgen. Und manchmal macht mir das Sorgen, dass in der Politik manchmal von dem Gutmenschen geredet wird, als wäre das etwas Schlimmes. Insbesondere zum Beispiel in Debatten über ja, ja. Asyl und ja. so. Politischen. Ja, ja. Aber das ist doch etwas sehr Schönes, dass ja, es ja. Menschen gibt, die sagen... Ich möchte teilen, als zum Beispiel der Krieg in der Ukraine losging. Ich kenne so viele Menschen, die sind in ihrer Freizeit, sind sie mit den Autos gefahren an die Grenze, um ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland zu fahren. Also solche Selbstlosigkeit muss man mal schätzen. Und das sind, glaube ich, Dinge, die alle Religionen miteinander gemeinsam haben. Und auch als Institution, also ich rede jetzt hier von den institutionellen Religionen, nicht von den Mystikern in den Religionen. Aber institutionelle Religionen. Haben doch auch da schon so viele Gemeinsamkeiten, wo sie sich eigentlich gemeinsam finden könnten und bestrebt sein können für das Gute im Menschen. Und da kommt man natürlich sehr schnell auch in Richtung der Mystik hinein, ähm, dass dann nochmal viel tiefer geht und wie diese, wo diese Unterschiede sich sehr schnell ähm, auflösen. Aber darüber reden wir vielleicht in der ja, nächsten Sendung. Wahrscheinlich. <laughs> lassen wir lassen uns inspirieren gehen, ohne Drehbuch ins Thema rein. Die Sendezeit ist wirklich durch, gell? Uh, Hussein Habat, ganz herzlichen Dank für dieses sehr wertvolle, gutfühlende Gespräch, wo wir immer wieder auch lachen dürfen und sehen, uh, dass wir in gewissen Dingen überhaupt nicht unterschiedlich sind, sondern dass wir eigentlich alle vom gleichen Nektar trinken und uh, letztendlich auch die gleiche Weisheit haben. Aber es sind immer wieder die. die das Tun ist halt immer wieder das andere. Das Wissen ist das eine, das Tun ist das andere. Und ich glaube, das Christentum hat sehr viele Fehler gemacht. Nach wie vor sehr viele Fehler macht. Und letztendlich ist es kein Wunder, dass man sich von einer Religion verabschiedet und eine andere sucht, die vielleicht das auch ein bisschen mehr lebt. Aber dass das dass Verschiebungen gibt, natürlich, zulasten vom Christentum, ist meiner Meinung nach völlig normal. Und wenn ich nur erinnere, dass die Frauen eigentlich irgendwo im 19. Jahrhundert überhaupt eine Seele gekriegt haben, da frage ich mich, also, wie sollen, wie, äh, dann lassen wir das Thema. Also, liebe Zuschauerin, das war's. Äh, ich werde am Ball bleiben, ich werde noch weitere Sendungen machen mit meinem Gast, weil es, es einfach gut tut und es wichtig ist, dass wir hier eine Brücke bauen zu verschiedenen Religionen und keine Angst haben, sondern es einfach. Tolerieren, Toleranz zeigen, wertschätzen und auch wissen, dass hinter der einen oder anderen Kultur, wie auch das Tuch der Frau über den Kopf, eine sehr tiefe Bedeutung hat. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf wiederluege miteinander.